Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Thema ist Lieblingsfrühstück bei Autoimmunerkrankungen. Ja, vermutlich kennst du das Sprichwort aktuell oder ich kenne es zumindest aus meiner Kindheit, Frühstücken wie ein Kaiser und so weiter, dann kommen die anderen Mahlzeiten. Ja, was ist davon zu halten? Soll ich überhaupt frühstücken? Gute Frage. Also, in meinen Augen ganz klar, ich frühstücke, allerdings frühstücke ich nicht ganz, ganz früh, sondern ich frühstücke tendenziell eher etwas später. Dazu aber gleich nochmal. Also, frühstücken wie ein Kaiser, was ist da dran? Es geht zum einen um die, bei dem Sprichwort geht es im Prinzip ja um die Quantität, die Menge, dass du zum Frühstück relativ viel essen solltest. Ist okay, wobei das nicht das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist die Qualität. Die Qualität, also die Grundlage für den Tag. Da kommt es drauf an, dass du eben dein Essverhalten über den Tag super steuern kannst über das Frühstück. Und da sind so ganz wichtige Kriterien, die kommen dann zum Tragen bei meinen Lieblingsfrühstücksrezepten. Also ganz wichtig ist, dass es nährstoffreich ist, das Erste. Das Zweite ist, dass es nahrhaft ist, sprich, dass du satt wirst davon. Das Dritte ist für mich auch super wichtig, dass es dir köstlich schmeckt. Und natürlich das Vierte, gerade im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen, nicht nur die ersten drei, sondern dass es auch gesund ist für deine spezielle Autoimmunerkrankung. Also ein autoimmungesundes, nährstoffreiches, sättigendes und köstliches Frühstück. Das ist so das Ideal. Ja, danach werde ich immer wieder gefragt. Kurz zum Hintergrund meiner Person. Ich bin Marie-Louise Römer, Ernährungswissenschaftlerin und habe selbst eine Autoimmunerkrankung. Auf der Suche nach alternativen Therapien habe ich meinen persönlichen Weg durch Ernährungsumstellung gefunden und bin damit so begeistert, was ich erreicht habe. Mir geht es richtig gut damit, dass ich anderen Menschen helfe, mit Ernährungsumstellungen zu mehr Energie, Gesundheit und Wohlbefinden zu kommen. Und bei mir ist es so, dass es mir, wie gesagt, richtig gut geht damit und dass ich meine Erkrankung also super im Griff habe, keine Probleme, Beeinträchtigungen mehr mit meiner Erkrankung. Und das Beste daran ist, ich liebe mein Essen total und verzichte auf nichts, sondern auf der anderen Seite, ich habe so viele neue Dinge kennengelernt, habe meinen Speiseplan um ganz, ganz viel bereichert. Ja, jetzt kommen wir auf das Thema Lieblingsfrühstück. Meine Tipps, meine Ideen, ich habe insgesamt 8 Ideen für dich, für ein köstliches, gesundes, nahrhaftes Frühstück bei Autoimmunerkrankungen. Und danach werde ich oft immer wieder gefragt in meiner Gruppe von den Menschen, die ich begleite, was kann ich denn zum Frühstück oder was isst du zum Frühstück zu mir? Isst du denn überhaupt kein Brot, so das klassische Frühstück? Da erzähle ich euch jetzt was drüber. Ich habe auch ein paar Dinge hier mitgebracht, vielleicht sieht man es so im Hintergrund. Das Erste, mein erstes Lieblingsfrühstück, das ist mein absoluter Favorit. Das ist, wer mich kennt, weiß natürlich, was jetzt kommt. Ganz klar, hier hinten steht es auch schon, das ist der grüne Smoothie. Also grüne Smoothie ist mein Lieblingsfrühstück Nummer 1. Wobei ich, und da kommt es gleich auf den Zeitpunkt, ich bin nicht der Mensch, der aus dem Bett springt und sofort frühstückt. Ich fange den Tag erstmal mit Wasser an und dann erstmal eine Zeit lang auch keine Nahrung. Und mein Frühstück ist meistens so, also vor 10 ist es meistens nicht. Und dann als Lieblingsfrühstück eben den grünen Smoothie. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, da habe ich andere Videos gemacht, da kannst du schauen, was sich dahinter verbirgt. Mein zweiter Frühstückstipp, mein Frühstücksrezept-Idee für dich ist der sogenannte Schoko Power Greens. Das ist im Prinzip ein abgewandelter grüner Smoothie, der aber aussieht wie ein Schokosmoothie und auch total so schmeckt wie ein Schokosmoothie. Er ist im Prinzip ein Schokosmoothie auf Basis von einer wertvollen Pflanzenmilch. Ich nehme sehr gerne auf Hanf mit ein bisschen Banane drin, mit ein bisschen Ingwer drin, mit Kakao drin, ein bisschen Kokosöl drin und natürlich grünes, gerne auch Wildkräuter. Und das Grüne da drin schmeckst du nicht so, also ein super genialer, sättigender, süßer, schokoladiger, toller Anfängersmoothie, der dir auch Kraft für den Tag gibt. Mein drittes Lieblingsfrühstück,
Das ist, das liebe ich auch total. Das gibt es auch mindestens 2-3 Tage die Woche. Ist mein Chia-Pudding. Chia-Pudding gerne in der Schoko-Variante. Also Chia kennst du eingeweicht in Pflanzenmilch mit ein bisschen Obst dazu. Und ich mache es gerne noch mit Kakao und Zimt. Also dritte Variante, Chia-Pudding. Wobei, hier möchte ich noch dazu sagen, die Frühstücksideen, die ich dir vorstelle, die esse ich gerne abwechselnd mal ab und zu mal. Das heißt nicht immer zwingend den grünen Smoothie zum Frühstück, wobei ich den immer nehme. Denn wenn ich ihn zum Frühstück nicht nehme, nehme ich ihn zum anderen Zeitpunkt am liebsten zum Frühstück. Manchmal nehme ich das Frühstücks, die Frühstücksidee dann auch eben erst gegen Mittag, je nachdem. Das kommt drauf an. Aber die Ideen, die ich dir vorstelle, die sind zu empfehlen und die kommen auch bei den meisten gut an. Das sind so meine Lieblingsfrühstücksideen. Ja, das jetzt sind wir bei der vierten Variante. Das ist Sesam-Powercreme. Habe ich kürzlich auch ein bisschen was über Sesam erzählt im Zusammenhang mit super tolle Quelle für Kalzium. Sesam ist die Quelle für Kalzium schlechthin. Genial, deswegen gibt es das bei uns einmal die Woche. Für mich und für die Kinder, meistens am Wochenende, gibt es Sesam-Powercreme. Die Basis ist Sesam eingeweicht über Nacht und in dem Fall mit süßem Obst gemixt, dass es ganz cremig wird und dann schmeckt das, finde ich, total lecker. Ist super nährstoffreich, sättigend, köstlich und gesund. Ja, Nummer 5. Also Sesam, genau, ein paar Sachen habe ich mitgebracht. Also Sesam, aber ich denke, Sesam kennst du, brauche ich dir nicht groß zeigen. Nummer 5, das ist ein Buchweizen-Beerenfrühstück. Da nehme ich Buchweizen und zwar nicht die normalen Buchweizenkörner, sondern es waren schon mal die normalen, aber ich habe die gekeimt. Das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen. Wenn du wissen möchtest, wie man das macht, habe ich auch ein Video zum Keimen. Dann sind so kleine Spitzen da dran, da sind die super nährstoffreich. Dann habe ich sie wieder getrocknet, die sind total knusprig. Und da kannst du ein tolles mit Beeren oder anderem Obst, ich liebe Beeren dazu, kannst du ein tolles Frühstück, so eine Art Müsli-Brei mixen, zum Beispiel im Mixer. Das ist die Variante mit dem Buchweizen-Beeren-Frühstück. Viele Dinge, Rezepte, die ich dir hier vorstelle, findest du übrigens in meiner Facebook-Gruppe Autoimmun-Food-Tipps. Da sind viele Rezepte sowieso eins zu eins noch hinterlegt. Also, das war die fünfte Variante Beeren, Buchweizen-Beeren. Jetzt sind wir bei der sechsten Frühstücksidee. Das ist mein geliebtes Kokosjoghurt. Das esse ich, mache ich selber mit probiotischen Joghurtkulturen. Und das esse ich gerne, im Prinzip meist jeden Tag. Nicht immer unbedingt zum Frühstück, auch mal zwischendurch oder mal noch als nachmittags oder auch mal abends noch als kleiner Nachtisch hinterher. Also Kokosjoghurt selbst gemacht. Und da mache ich dann rein, wenn es nährstoffreich besonders sein soll, entweder Granola. Das ist ein spezielles Buchweizenmüsli, was ich immer gerne kaufe. Super tolle Rohkostprodukte, das schmeckt total lecker. In dem Fall auch ohne Zucker, schokoladig, super genial, das mache ich gerne rein. Oder wenn ich das nicht da habe, kann ich natürlich auch normalen gekeimten Buchweizen nur reinmachen, mit ein bisschen Obst, gerne eben in dem Fall auch mit Beeren. Wenn die Beerensaison nicht ist, dann nehme ich Tiefkühlbeeren. Also das war die sechste Variante, das Kokosjoghurt mit dem Granola oder mit dem Buchweizen im gekeimten. Die siebte Variante ist eine warme Version. Wenn du sagst, ich möchte auch mal was Warmes. Momentan ist es ja, bei uns scheint gerade die Sonne, aber es wechselt noch so. Mal ist es wieder kalt, mal ist es wieder warm. Und wenn dir momentan kühl ist, dann kannst du auch mal ein warmes Frühstück machen. Zum Beispiel ein Quinoa oder ein Hirsebrei. Die kochst du. Entweder kochst du sie in der Pflanzenmilch, machst dann Beeren dazu. Oder du kochst dir eine größere Menge auf Vorrat ganz normal in Wasser und kannst dann morgens sie kurz in deiner Pflanzenmilch erwärmen und dann mit den Beeren dazu. Also das ist auch eine tolle warme Variante, die auch im Prinzip jedem schmeckt, die zum Beispiel auch Kinder gerne mitessen. Ja, der achte Frühstückstipp, das ist das, wo der ein oder andere wahrscheinlich schon drauf wartet, nämlich die Lösung auf die Frage, isst du denn gar kein Brot, Marie-Louise? Antwort, doch, ganz klar, ich esse Brot, allerdings sehr wenig Brot und wenn dann das richtige Brot, wollte ich jetzt schon sagen, also ein besonderes Brot, idealerweise nicht nur ein glutenfreies Brot, weil wenn ich das glutenfrei kaufe, ist es für mich oft so, dass da Mais drin ist, den ich nicht gut vertrage oder es sind viele Zusatzstoffe drin
oder es schmeckt trocken. Also die glutenfreien Brote, die ich kaufe, da habe ich zumindest hier, wir wohnen ja auf dem Land, keine super Quelle, deswegen mache ich es selber. Ich habe 3 tolle Rezepte. Ein aktuelles Rezept findest du zum Beispiel auch auf meinem Blog. Das ist ein Quinoa-Hirsebrot. Das mag ich momentan besonders gerne und das kann man auch auf Vorrat machen, backen, eingefroren in Scheiben und dann nach Bedarf einfach mal auftauen. Wenn ich mal Lust habe auf ein Brot zum Beispiel am Sonntag, kann es mal passieren, dass ich ein normales Sonntagsfrühstück mit der Familie mitmache, eben nicht mit meinem Smoothie daneben sitze, sondern auch mal dann Lust auf Brot habe. Dann taue ich mir so ein Brot auf und dann esse ich das auch mal als, ja, in dem Fall Ausnahme. Das wäre dann die 8. Variante für ein glutenfreies Brot. So, das waren meine 8 hatten wir wirklich, 8 Frühstückstipps. Ich gucke gerade, ob ich da hinten noch irgendwas, genau, was hatte ich noch hier, wollte ich dir zeigen. Chia habe ich da noch hingestellt, aber ich denke, Chia kennst du, das brauche ich nicht groß zeigen. Das andere hatte ich alles gezeigt, genau. Also, das sind meine 8 Frühstückstipps. Wie immer, du kannst natürlich gerne Fragen hier stellen unter das Video. Du kannst auch im Nachgang noch Fragen stellen, dann beantworte ich die gerne. Und wichtig ist nochmal, wie gesagt, die Kriterien als Fazit für das Frühstück, gerade bei Autoimmunerkrankungen besonders wichtig, dass es nährstoffreich ist, dass es nahrhaft ist, also dich sättigt, dass es köstlich schmeckt und dass es gesund ist. Das ist super wichtig, weil denn mit dem Frühstück, da schließt sich der Kreis zum Anfang, setzt du die Basis für den Tag. Wenn du vom Frühstück her wirklich gut genährt mit den Nährstoffen und zufrieden dir was Gutes getan hast, dann fällt es dir viel leichter, auch über den Tag dich an eine gesündere Ernährung zu halten. Dann kriegst du nicht diese Heißhungerattacken. Denn wenn du dieses klassische Frühstück mit Brot, meist in Form von hellem Brot, oft auch noch zuckerreich in Form von Honig oder Marmelade drauf zu dir nimmst, also zu viele schnell verfügbare Kohlenhydrate, dann kommst du sehr schnell in diesen Heißhunger rein, dass du eben dann nur ganz kurzfristig satt bist und dann hast du schon wieder Heißhunger auf das nächste Ungesunde. Und um das, auch diesen Heißhunger auf Süß oder auf Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate, eben nicht die ballaststoffreichen Dinge, um den zu vermeiden, ist das nährstoffreiche, gesunde Frühstück umso wichtiger. Deshalb mein Tipp, probier es mal aus, was für dich passt, such dir deine Lieblingsvarianten aus, gerne auch abwechseln oder du machst erstmal eine, wenn die dir gut schmeckt, bleibst dabei. Aber da bist du auf einer guten Seite, bist du gut versorgt und du wirst sehen, die sind super köstlich und da hast du nicht den Eindruck, du isst was Gesundes, weil du weißt, dass es gesund ist, sondern du isst es auch, weil du es lieben lernst und es dir gut schmeckt. Ja, das war's von meiner Seite aus. Wie immer freue ich mich, wenn du mein Video likest, wenn du es kommentierst gerne, wenn du Fragen hast, auch gerne. Ansonsten natürlich auch gerne, wenn du es auf YouTube siehst, meinen Kanal abonnieren, da freue ich mich auch riesig und du hast natürlich dann auch den Vorteil, dass du keines meiner Videos verpasst. Und ansonsten, wichtig ist, tu was für dich, tu was für deine Gesundheit. In dem Fall jetzt mal nicht gezielt fürs Immunsystem, sondern fang beim Frühstück an. Da hast du schon eine wichtige Basis für deinen Tag gesetzt. Wenn dir meine Ernährungstipps gefallen und du mehr für dich haben möchtest, speziell bei deiner gesundheitlichen Herausforderung, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Schau auf meiner Seite nach. Ich verlinke dir das auch hier direkt unter das Video nochmal. Dann können wir ein 60-Minuten-Gespräch führen, wo wir genau gucken, wo deine Herausforderungen sind, wo du deine Tipps brauchst. Dann gebe ich dir deine persönlichen Autoimmun-Food-Tipps. Also, alles Liebe an dich. Bleib gesund, pass auf dich auf und probier mal ein gesundes, köstliches Frühstück aus. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.